Vielen Dank für die Einladung. Ich habe verschiedene Karrieren in meinem Leben gehabt. Also es waren immer so mehr oder minder abgeschnittene Phasen, wo ich mich einmal mehr mit Familienthemen beschäftigt habe. Zunächst mit Familienberatung, dann also eher mit Jugendhilfethemen, also Hilfen für Familien, Familienberatung und dergleichen. Und dann gab es eine Phase, wo mehr die Frühpädagogik im Vordergrund stand. Und die letzte Phase, mit der ich mich intensiv beschäftigt, ist jetzt die, wo ich mich also intensiv mit Zukunftsentwicklung beschäftigt habe. Und ich glaube, dass mein Referat Sie etwas überraschen wird, weil ich glaube, ich gehe davon aus, dass ich eigentlich ganz interessante Ansätze gefunden habe, um dieses Thema Wagnis, Ehe und Familie genauer zu analysieren. Ich werde mich zuerst mit der Ehe beschäftigen, dann werde ich die Familie aus der Sichtweise der Eltern-Kind-Beziehung beleuchten und im dritten Teil meines Referates wird es dann um Familie aus Sicht der Kinder gehen. Und wie das Thema schon sagt, es geht also oft auch um Zukunftsentwicklungen, aber ich gehöre zu den Leuten, die also auch schon seit ihrem Studium sehr stark sich auch mit der Geschichte beschäftigen, der Geschichte der Familie, der Geschichte der Frühpädagogik. Es gibt also auch ein paar historische Ansätze. Und damit will ich gleich anfangen, nämlich mit Ehe damals, heute. Die Ehe damals war, früher war also ein größeres Wagnis als die Ehe von heute. Über viele Jahrhunderte hinweg gab es zum Beispiel arrangierte Ehen. Die Eltern suchten die Partnerin bzw. den Partner für ihr Kind aus, wobei vor allem materielle Gründe eine Rolle spielten. Kann auf diese Weise der Bauernhof, der Betrieb, das Fürstentum vergrößert werden? Wie hoch ist die Mitgift? Welchen Einfluss, wie viel Macht haben die zukünftigen Schwiegereltern? Ob sich nach der Eheschließung die Liebe einstellte, war demnach ungewiss. Oft blieb die Ehe recht gefühllos. Und übrigens, auch heute noch gingen bzw. gehen Menschen, die in Österreich zugewandert sind, das Wagnis einer arrangierten Ehe ein. Im Mittelalter gab es in Österreich Vorschriften, die bestimmten, dass zumeist armen bzw. in Abhängigkeit lebenden Bevölkerungsgruppen die Eheschließung untersagten. Mit der zunehmenden Verstädterung und der einsetzenden Industrialisierung konnten sich immer mehr Menschen diesen Vorschriften entziehen. Als Handwerker, Arbeiter oder in Privathaushalten Beschäftigte wählten sich selbst die Ehefrau oder den Ehemann aus. Etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich dann auch im Bürgertum das Ideal Heirat aus Liebe durch. Jedoch war diese bis in die 1970er Jahre hinein mit einem großen Wagnis verbunden. Zum einen wechselte die Frau aus der Abhängigkeit von den Eltern in die Abhängigkeit vom Ehemann, der nun über ihr Leben und ihren Besitz bestimmte. Zum anderen war die Eheschließung auf Dauer. Scheidungen waren extrem selten und wurden mit gesellschaftlicher Ächtung bestraft. Zudem waren viele Ehefrauen nicht erwerbstätig und damit finanziell abhängig. So gab es viele unglückliche Ehen, die sich aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung oft über Jahrzehnte erstreckten. Auch die Erleichterung von Ehescheidungen durch den Gesetzgeber und deren Akzeptanz seitens der Gesellschaft minderte zunächst nicht das Wagnis Ehe. Da aufgrund der vorherrschenden traditionellen Geschlechtsrollenleitbildern in der Regel die Mutter die alleinige Obsorge für die gemeinsamen Kinder bekam, waren nun die Männer benachteiligt. Sie wurden weitgehend oder sogar zur Gänze aus ihrer Vaterrolle gedrängt. Zudem waren sie gegenüber der geschiedenen Frau unterhaltspflichtig, auch bei bereits erwachsenen Kindern. Halten wir also ein vielleicht überraschendes Zwischenergebnis fest. Die Ehe ist heute ein viel geringeres Wagnis als in den vergangenen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten. Mann und Frau, aber auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten aus Liebe und können sich relativ problemlos trennen, wenn die positiven Gefühle füreinander erloschen sind. Da beide Partner in der Regel eine Berufsausbildung haben und erwerbstätig sind bzw. wieder werden können, spielen Unterhaltszahlungen nur noch eine Rolle, wenn kleine Kinder versorgt werden müssen.
Dank der gemeinsamen Obsorge bleiben beide Elternteile für ihre Kinder zugänglich und verantwortlich. Damit soll natürlich nicht negiert werden, dass es auch heute noch viele Fälle von Scheidungskrieg und Streitigkeiten wegen der Obsorge gibt. Dank vieler wissenschaftlicher Studien wissen wir jedoch, dass für ein Kind das Durchleben der Trennung seiner Eltern bei weitem weniger belastend ist als das Leben in einer durch fortwährende Ehekonflikte gekennzeichneten Familie. Was sind aber nun die heutigen Belastungen und welche werden in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen? Beginnen wir mit der Partnersuche. Sie wird schwerer, was zum Beispiel dadurch bedingt ist, dass junge Erwachsene häufiger den Wohnort wechseln als früher, für ein Studium, Auslandsaufenthalte, eine neue Stelle. Auch arbeiten junge Männer und junge Frauen Vollzeit, müssen oft Überstunden machen und sind nach der Arbeit häufig so erschöpft, dass sie werktags wenig unternehmen. Am Wochenende gibt es so viele verschiedene Events und Freizeitangebote, dass Bekanntschaften zumeist flüchtig bleiben. Man trifft sich eher selten durch Zufall wieder. Neben der Arbeitsstelle, wo sexuelle Beziehungen zwischen Arbeitskollegen zumeist unerwünscht sind, umfasst der Partnermarkt somit nur noch den eigenen Freundeskreis, der wegen der bereits erwähnten Mobilität und beruflichen Belastung häufig klein bleibt. Deshalb werden neben Chatrooms und sozialen Netzwerken zunehmend Partnervermittlungen im Internet für die Partnersuche genutzt. Laut Statista gab es im Jahr 2015 rund 8,4 Millionen Nutzerinnen von deutschsprachigen Online-Dating-Börsen. Inzwischen beginnt fast jede dritte Beziehung im Internet. In den kommenden Jahren werden Single-Börsen und Online-Partnervermittlungen wahrscheinlich noch an Bedeutung gewinnen. Sie erleichtern es Menschen, trotz der skizzierten Lebensbedingungen potenzielle Partner zu finden. Sexualität, von der totalen Aufklärung bis zu Cyber- und Remote-Sex. Über viele Jahrtausende hinweg war Geschlechtsverkehr mit Fortpflanzung verknüpft, bis immer bessere Verhütungsmittel zu einer Entkoppelung führten. Gleichzeitig nahm die gesellschaftliche Kontrolle des Sexualverhaltens ab, wurde zum Beispiel das Verbot des vorehelichen Geschlechtsverkehrs immer weniger berücksichtigt. Nichteheliche und in manchen Bevölkerungsgruppen außereheliche sexuelle Beziehungen werden nun toleriert, aber auch homosexuelle und lesbische. Während es vor 50 Jahren noch schwer war, detaillierte Informationen zum Themenkreis Sexualität zu finden, werden die Menschen heute von entsprechenden Artikeln und Büchern geradezu überflutet. Zudem hat das Internet den Zugang zu pornografischen Bildern und Filmen erleichtert, auch seitens von Kindern und Jugendlichen. Die totale Aufklärung hat zu einer enormen Zunahme der Breite und Differenziertheit diesbezüglicher Kenntnisse bei Menschen jeder Altersgruppe geführt, wobei sie in der Regel bei jüngeren Personen umfassender und komplexer sind als bei älteren. Zugleich wird das Sexualverhalten varianten- und abwechslungsreicher. Damit steigt aber auch der psychische Druck. Zum einen vermitteln pornografische Filme den Eindruck einer sexuellen Leistungsfähigkeit, die unrealistisch ist. Zudem erleben sich insbesondere jüngere Männer als minderwertig, wenn sie ihre Geschlechtsorgane mit denen der Schauspieler vergleichen. Zum anderen werden in den Videos sexuelle Praktiken, wie zum Beispiel der anale Geschlechtsverkehr, gezeigt, die viele Menschen ablehnen und die somit nur von wenigen Paaren praktiziert werden. Die Filme lassen solche Praktiken aber als üblich erscheinen und so wird insbesondere bei jungen Menschen oft Druck auf den Partner ausgeübt, damit zu experimentieren. Je öfters Partner aufgrund der zunehmenden Mobilität weit voneinander entfernt wohnen, umso häufiger werden sexuell aufreizende Botschaften und erotische Fotos des eigenen Körpers bzw. von Körperteilen per Smartphone oder Tablet versendet werden. Das nennt man Sexting. Zudem werden immer mehr getrennt wohnende Paare Remote Sex praktizieren. Mit Hilfe von Webcams schauen sie einander bei sexuellen Aktivitäten zu. Dabei können interaktive Sexspielzeuge wie zum Beispiel ein Dildo oder eine künstliche Vagina eingesetzt werden, die digitalen Input in körperliche Empfindungen übertragen
und umgekehrt. Zudem wird es in einigen Jahren Datenhelme und Ganzkörperanzüge geben, die das sexuelle Ausdrucks- und Erfahrungsspektrum noch erweitern werden. Kommen wir zu den Anforderungen an die Partnerschaft. In den kommenden Jahren werden Paarbeziehungen noch stärker als bisher durch die Arbeitswelt geprägt werden. Klassische Stellen mit einer Arbeitszeit zwischen 8 und 17 Uhr werden immer seltener werden. So werden mehr Partner im Schichtdienst an Abenden, in der Nacht und an Wochenenden tätig sein müssen. Beispielsweise mussten im dritten Quartal 2016 laut Statistik Austria 1,3 Millionen Österreicher in den letzten 4 Wochen abends, 723.000 nachts, 1,7 Millionen samstags und 930.000 sonntags arbeiten. So schrumpft die Zeit, die Partner miteinander verbringen können. Hinzu kommt, dass Berufstätige häufiger den Wohnort wechseln werden, entweder weil sie eine andere Stelle antreten oder weil sie vom Arbeitgeber versetzt werden. Diese Mobilität wird zu mehr Wochenendbeziehungen führen. Eine besondere Problematik entsteht, wenn der neue Arbeitsplatz im Ausland liegt. Während früher die Hausfrau den Mann begleitete, sind heute beide Partner voll erwerbstätig. Da junge Frauen immer besser qualifiziert sind, werden sie oft auch diejenigen sein, denen eine Aufstiegsstelle im Ausland angeboten wird. In solchen Fällen wird es längere Trennungen geben. Da junge Frauen inzwischen bessere Schul-, Berufs- und Hochschulabschlüsse erwerben als Männer und immer weniger Nachteile durch eine Familiengründung erfahren, wegen einer nur kurzen Elternkarenz und der Ganztagsbetreuung von Kindern, werden sie in Zukunft vermehrt in Führungspositionen hineinrücken. Hier kann es zu Problemen kommen, wenn die Partner auf den Erfolg ihrer Frau neidisch sind und sich nicht mit einer niedrigeren beruflichen Position abfinden können, oder wenn sich Karrierepläne nicht miteinander vereinbaren lassen. Hochqualifizierte Berufstätige werden auch in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt sein. Sie werden zwischen verschiedenen Stellenangeboten wählen können und viel verdienen. Allerdings wird der Leistungsdruck weiter zunehmen. Die Erwerbstätigen werden nicht nur viele Überstunden machen müssen, sondern auch häufig Arbeit mit nach Hause nehmen. Laut Statistik Austria mussten im dritten Quartal 2016 bereits 636.000 unselbstständig Beschäftigte Überstunden machen, 197.000 mehr als 10 Stunden pro Woche, 123.000 6 bis 9 Stunden und die übrigen weniger als 6 Stunden. Die mangelnde Zeit und der berufsbedingte Stress werden sich auf die Partnerschaft negativ auswirken, zumindest oft. Niedrig oder falsch Qualifizierte müssen mit einem sinkenden Erwerbseinkommen rechnen, da die Zahl entsprechender Arbeitsplätze aufgrund der Automatisierung sinken und die Konkurrenz um sie größer werden wird. So wird die Zahl der Erwerbstätigen mit 2 Jobs weiter zunehmen. Im Jahr 2016 hatten bereits 191.000 Österreicher einen Nebenjob. Auch hier bleibt wenig Zeit für die Partnerschaft, zumal in der Regel beide Partner erwerbstätig sein müssen, um einen akzeptablen Lebensstandard zu sichern. Zudem werden die Haushaltsausgaben in den kommenden Jahren immer höher werden. Zum einen werden die Mieten und die Preise für Wohneigentum insbesondere in den Ballungsräumen weiter ansteigen, aufgrund der großen Nachfrage durch Asylanten und andere Migranten auch für schlecht ausgestattete Wohnungen. Zum anderen dürfen die Wohnnebenkosten, die Pkw-Kosten bzw. Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr, die Lebensmittelpreise sowie die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge immer höher werden, da die natürlichen Ressourcen knapper werden, dabei derzeit mehr als 39.000 Euro Staatsschulden pro Österreicher irgendwann einmal die Schuldengrenze erreicht sein wird und weil aufgrund der Alterung der Bevölkerung die Ausgaben der Renten, Kranken- und Pflegeversicherung stark ansteigen werden. Überraschend ist, dass die zunehmende Belastung durch den Beruf, aber auch durch andere Stressoren, nicht zu einer steigenden Scheidungsrate führen. Wie die Abbildung zeigt, sinkt die Scheidungsrate sogar seit dem Jahr 2008. Es könnte damit zusammenhängen, dass Partner bei der Eheschließung immer älter sind, also mehr Lebenserfahrung in die Beziehung einbringen.
Wenn beide Partner erwerbstätig sind, können sie auch im Beruf viel Befriedigung finden. Das Phänomen der frustrierten Hausfrau und Mutter, das in den 1960er und 1970er Jahren intensiv diskutiert wurde, dürfte heute nur noch sehr selten auftreten. Schließlich könnte es eine Rolle spielen, dass immer mehr Partner einen Migrationshintergrund haben und in anderen Kulturen werden Ehescheidungen weiterhin sanktioniert. Kommen wir zu den Trends bei der Familiengründung. Auch in den kommenden Jahren werden viele junge Menschen, selbst bei guten Berufs- und Hochschulabschlüssen, zwischen Langzeitpraktika, befristeten Stellen, Teilzeitjobs und Phasen der Arbeitslosigkeit wechseln, während gut dotierte Arbeitsplätze mit Festanstellung seltener werden. So werden weniger Paare, die für eine Familiengründung zumeist als notwendig erachtete finanzielle Sicherheit verspüren. Wenn gut verdienende Partner aufgrund der gestiegenen Anforderungen immer mehr Zeit an ihrem Arbeitsplatz verbringen, ausgepowert nach Hause kommen und dann oft noch weiterarbeiten müssen, oder wenn sie zeitweise getrennt voneinander wohnen, werden sie ihren Kinderwunsch immer weiter hinausschieben. So wird in Österreich auch in den kommenden Jahren die Geburtsziffer etwa 1,5 Kinder je Frau betragen. Sie liegen damit unter der gewünschten Kinderzahl von durchschnittlich 1,9 Kindern. Viele Kinderwünsche werden somit nicht realisiert. Erwachsene werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch später als heute heiraten, beziehungsweise in einem höheren Lebensalter Kinder bekommen. Da dann oft ein Partner infertil geworden ist, werden mehr Kinder mithilfe der Reproduktionsmedizin gezeugt werden. Dabei wird auch zunehmend auf eingefrorene Eizellen zurückgegriffen werden, sogenannte Social Freezing. Ferner dürften neue Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin und der Gentechnik genutzt werden, zum Beispiel um das Geschlecht und bestimmte Körpermerkmale des Kindes nach Wunsch der Eltern zu bestimmen. Kommen wir zu den Familienformen. In den kommenden Jahren wird die Zahl klassischer Familien, also von verheirateten Ehepaaren mit leiblichen Kindern, vermutlich weiter abnehmen. Hingegen wird es mehr nicht-eheliche Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende und Stieffamilien geben, vermutlich auch mehr Regenbogenfamilien, also solche mit gleichgeschlechtlichen Ehepaareltern. Die Zahl der Haushalte mit mehr als zwei Kindern dürfte weiter zurückgehen. Während früher Verwandtschaftssysteme in die Breite gingen, es also zum Beispiel viele Geschwister, Cousins und Cousinen gab, werden sie zukünftig eher vertikal strukturiert sein. Es werden eben nicht mehr nur die Eltern und Großeltern leben, sondern auch Urgroßeltern und eventuell sogar Ururgroßeltern. Aufgrund der hohen Scheidungsrate wird es oft einen Stiefelternteil und damit weitere Großeltern und Urgroßeltern geben. Dazu werden sich bei Nutzung der Reproduktionsmedizin Samenspender und Leihmütter gesellen. Vielleicht haben Sie von dem Film gehört, der jetzt mal vor kurzer Zeit Furore gemacht hat, von einem jungen Mann, der sich als Samenspender zur Verfügung gestellt hat und bei dem auf einmal die Kinder, die auf diese Art und Weise gezeugt hat, also mit ihm Kontakt aufnehmen wollten, wissen wollten, wer jetzt also wirklich ihr Vater ist. Und wenn sowas irgendwann mal aufgedeckt werden muss, dann werden wir natürlich auch eine ganze Reihe Männer haben, die also auf einmal ja, noch sehr viel mehr Kinder haben. Immer mehr Großeltern werden noch erwerbstätig sein oder an entfernten Orten leben. So werden junge Familien immer seltener auf deren Unterstützung, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, zurückgreifen können. Sie werden zunehmend auf ihr soziales Netzwerk vor Ort angewiesen sein, vor allem aber auf öffentliche Angebote wie Kindertagesheime und Ganztagsschulen. Einkommensbedingte Unterschiede zwischen Familien werden in den kommenden Jahren größer werden. Schon in den letzten Jahren wurde ein Ausfransen der Mittelschicht nach oben und nach unten hin beobachtet. Dieser Trend hin zu einer schrumpfenden Mittelschicht wird vermutlich die kommenden Jahre prägen. Die Zahl der in finanziell schlechten Verhältnissen lebenden Familien wird entsprechend zunehmen. Im Jahr 2015 galten 18,3% der österreichischen Bevölkerung, mehr als 1,5 Millionen Menschen,
als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Wenn aufgrund der hohen Staatsverschuldung und der hohen Kosten für Senioren die finanzielle Unterstützung von Arbeitslosen und Geringverdienern zurückgehen sollte, wird die Zahl armutsgefährdeter Familien wachsen. Da hochqualifizierte und gut verdienende Arbeitnehmer weniger Kinder haben, werden mit den Geringqualifizierten und Armen auch immer mehr Kinder und Jugendliche sozial abstürzen. Diejenigen Eltern, die hohe Qualifikationen besitzen oder Spezialisten sind, werden hingegen immer besser verdienen. Für ihre Familien werden neue Konsumwelten und Erlebnisindustrien geschaffen werden. Und selbst diese Eltern werden sich nicht sicher fühlen. Zum einen werden in Unternehmen immer mehr Management-Ebenen und damit auch Managerstellen abgebaut. Zum anderen werden Forschung und Entwicklung in den kommenden Jahren zunehmend nach Asien verlagert werden, da dort immer mehr hochqualifizierte Spezialisten zur Verfügung stehen. Aber nicht nur entsprechend der Einkommenssituationen werden sich andersartige Familienmilieus herausbilden. So gab es im Jahr 2015 1,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, 21,4% der Bevölkerung. Bei 1,3 Millionen handelt es sich um Zuwanderer der ersten Generation, bei knapp 500.000 um Zuwanderer der zweiten Generation. Sie stammen aus vielen verschiedenen Ländern. Alle diese Menschen werden ihre Kultur leben wollen. So werden sich immer mehr Milieus herausbilden, in denen die Menschen besondere Lebensstile, Werte, Verhaltensnormen, religiöse Praktiken usw. praktizieren, die zunehmend die ganze Bandbreite der Kulturen dieser Welt widerspiegeln werden. In Zukunft werden die Mitglieder eines Milieus immer weniger über die anderen Milieus wissen, da sich insbesondere in Großstädten immer mehr Mitglieder einer Bevölkerungsgruppe in einem bestimmten Quartier ballen werden. Vor allem, wenn die Mitglieder einer Subkultur sich benachteiligt oder diskriminiert fühlen, könnten größere soziale Spannungen entstehen. Solche Konflikte müssen nicht unbedingt zwischen Österreichern und Migranten zustande kommen, sondern können durchaus auch zwischen verschiedenen Migrantengruppen ausgetragen werden. Kommen wir zur Familie und Beruf bzw. zur Familienerziehung. In den letzten Jahren hat die Zahl erwerbstätiger Mütter zugenommen. Voraussichtlich wird sie in der Zukunft weiter steigen. Im Jahr 2015 nahmen bereits 66% der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren aktiv am Arbeitsmarkt teil. 20 Jahre zuvor waren es erst 54%. Fast 3/4 dieser Mütter arbeiteten allerdings auf Teilzeitbasis. Weitere 10% befanden sich in Elternkarenz. Nur noch bei 19% der Paare mit Kindern unter 15 Jahren war 2015 ausschließlich der Mann erwerbstätig. Bei 13,4% waren beide Partner voll erwerbstätig und bei 44% arbeitete der Mann auf Vollzeit und die Frau auf Teilzeitbasis. Bei den verbleibenden 24% handelt es sich um Paare, bei denen ein Partner in Elternkarenz war, nur die Frau arbeitete, beide Teilzeit beschäftigt oder beide nicht erwerbstätig waren. Mütter werden nach der Geburt ihrer Kinder immer früher und von der Stundenzahl her länger berufstätig sein. Im Jahr 2013 war ein Drittel der Jungmütter vor dem ersten Geburtstag des Erstgeborenen wieder in das Berufsleben eingestiegen. Vor dem zweiten Geburtstag waren es schon 40% der jungen Mütter. Blieb es bei einem Kind, arbeiteten bereits 85% der Mütter vor dessen Einschulung. Kam ein zweites Kind hinzu, waren es immerhin schon 70%. Historisch gesehen ist dies eine Rückkehr zur Normalität. Mit Ausnahme wohlhabender bürgerlicher Familien im 19. Jahrhundert und vieler österreichischer Familien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts arbeiteten Mütter schon immer Vollzeit, auf dem Bauernhof, im Handwerksbetrieb oder im Geschäft des Ehemannes. Der große Unterschied gegenüber heute liegt darin, dass sie bis zur industriellen Revolution in der Nähe der Wohnung tätig waren, also nicht an einem näher oder weiter entfernten Arbeitsplatz. Während der berufsbedingten Abwesenheit der Eltern werden die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kleinkindern an Kindertagesheime
und von älteren Kindern an Schulen bzw. Ganztagsschulen delegiert. Dementsprechend ähnelt die neue Mutterrolle immer mehr der alten Vaterrolle. So wie Männer früher die Erziehung der Kinder ihren Frauen überließen, delegieren Mütter die Erziehung zunehmend an Fachleute wie Pädagoginnen und Lehrer. Wie bei den Männern steht die Berufsrolle immer mehr im Vordergrund. Die Vaterrolle wird sich vermutlich nur langsam verändern. So konnte im Verlauf der Jahre festgestellt werden, dass sich Väter mehr an der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder beteiligen. Aber noch immer leisten sie bei Weitem weniger als Mütter. Am ehesten ausgewogen sind Tätigkeiten wie mit Kindern spielen und Kinder zu Bett bringen. Die Zahl der neuen Väter wird vermutlich klein bleiben. Vollerwerbstätige Eltern, insbesondere wenn sie auch an Abenden oder Wochenenden arbeiten müssen, und Kinder, die ganztägig ein Kindertagesheim oder eine Schule besuchen, werden immer seltener gemeinsam in der Wohnung sein und dann zumeist in unterschiedlichen Zimmern. Da die Familienmitglieder zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause kommen, werden sie nur selten gemeinsam speisen und Tischgespräche führen, sondern sie werden sich zumeist selbst versorgen, zum Beispiel mit Tiefkühlkost oder Junkfood, sofern sie ihren Hunger nicht schon an ihrem Arbeitsort, im Kindertagesheim bzw. in der Schule oder auf dem Heimweg gestillt haben. Da Kinder immer früher selbstständig werden, sind sie nach der Schule oft bei Freunden bzw. mit diesen unterwegs. So wird an vielen Tagen die Kommunikation mit den Eltern nur über das Smartphone oder per Videotelefonie erfolgen. Das wird natürlich auch dann der Fall sein, wenn die Eltern zur Schlafenszeit der Kinder noch an ihrem Arbeitsplatz oder auf Dienstreisen sind. So werden die Familienbeziehungen lockerer werden. Da Eltern immer weniger Zeit für ihre Kinder haben, müssen diese früh eigenständig werden. So ist es nicht verwunderlich, dass Eltern dem Erziehungsziel Selbstständigkeit eine größer werdende Bedeutung beimessen. Zudem steigen die Erwartungen der Eltern an die Schulleistung ihrer Kinder, zumal immer häufiger die Matura angestrebt wird, möglichst mit einer guten Durchschnittsnote. Da Eltern aber mangels Zeit immer seltener die Hausaufgabenbetreuung übernehmen können, wird das Lernen für die Schule zunehmend von Dritten angeleitet und überwacht werden. Mehr Kinder werden eine Hausaufgabenbetreuung in der Ganztagsschule erfahren oder ein Nachhilfeinstitut besuchen. Derzeit erhält in Österreich fast jeder vierte Schüler privat bezahlte Nachhilfe. Die Kosten dafür beliefen sich 2016 laut Arbeiterkammer auf bis zu 110 Millionen Euro. Da immer mehr Kinder nachmittags noch in der Schule sind, wird der Nachhilfeunterricht zunehmend am Abend oder am Wochenende erfolgen. Auch in den kommenden Jahren werden viele Eltern Probleme mit der Umsetzung ihrer Erziehungsziele haben. Es ist weiterhin mit einer großen Erziehungsunsicherheit zu rechnen, da junge Erwachsene vor der Geburt eigener Kinder seltener als früher Erfahrungen mit anderen Babys und Kleinkindern sammelten und da sie auch in Zukunft seitens der Medien mit widersprüchlichen Erziehungskonzepten und Ratschlägen konfrontiert werden. Die Gefahr, dass Eltern Erziehungsschwierigkeiten erleben oder problematische Erziehungsstile entwickeln, wird groß bleiben. Dennoch, selbst wenn beide Eltern erwerbstätig sind, fühlen sich die weitaus meisten Kinder nicht vernachlässigt, wie folgende Befragungsergebnisse aus Deutschland zeigen. So gaben bei der im Jahr 2013 veröffentlichten dritten World Vision Kinderstudie 84% der befragten 6- bis 11-Jährigen mit zwei vollerwerbstätigen Eltern an, dass ihre Eltern hinreichend Zeit für sie hätten. Bei einem Vollzeit- und einem Teilzeitarbeitenden Elternteil waren es sogar 92% der 6- bis 11-Jährigen. Zudem waren 54% der Kinder sehr zufrieden mit der elterlichen Fürsorge und weitere 34% zufrieden. Nur 12% antworteten neutral oder negativ. Laut der 17. Shell-Jugendstudie von 2015 hatten 92% der Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 12 bis 25 Jahren ein sehr gutes oder gutes Verhältnis mit ihren Eltern. Auch waren sie weitgehend mit deren Erziehung zufrieden. 74% der Jugendlichen und Heranwachsenden würden ihre eigenen Kinder so erziehen, wie sie selbst erzogen wurden.
Ähnliches dürfte wohl auch für Österreich gelten. Vor dem Hintergrund solcher Befragungsergebnisse kann man wohl kaum von einem Wagnis Familie sprechen. Selbst wenn es im Verlauf der Jahre Erziehungsschwierigkeiten und andere Probleme gab, scheinen in rund 90% der Familien die Eltern-Kind-Beziehungen in Ordnung zu sein. Man muss allerdings auch sehen, dass die Wahrscheinlichkeit von Konflikten sinkt, wenn Eltern und Kinder immer weniger Zeit miteinander verbringen und wenn Eltern einen Teil ihrer Erziehungsaufgaben an Kindertagesheime, Schulen, Hausaufgabenhilfe und Nachhilfeinstitute delegieren. Da die Kinder früher selbstständig werden bzw. werden sollen, dürfte es auch seltener Auseinandersetzungen geben, wenn sie bei Freunden übernachten, länger ausbleiben oder bis spät in die Nacht Diskos besuchen wollen. Sexuelle Beziehungen zwischen älteren Jugendlichen werden heute von einem Großteil der Eltern toleriert. Auch für die Frauen ist Familie kein Wagnis mehr. Sie müssen nicht mehr nur in der Hausfrauen- und Mütterrolle nach Erfüllung suchen, sondern können diese ebenfalls in der Erwerbstätigkeit suchen. Umgekehrt erleben immer mehr Männer auch die Vaterrolle als sinnstiftend. So ist es nicht verwunderlich, dass im Jahr 2013 rund die Hälfte der österreichischen Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 49 Jahren folgender Aussage zustimmte: Sich um Haushalt und Kinder zu kümmern, ist genauso erfüllend wie eine bezahlte Erwerbstätigkeit. Kommen wir dann zur Kindheit. Tagesheimen. Um Vollerwerbstätigkeit und Familie vereinbaren zu können, werden Eltern in den kommenden Jahren Kleinkinder immer früher in Kindertagesheimen und Tagespflegestellen anmelden und immer länger betreuen lassen. Der Tabelle können Sie entnehmen, dass 2015 bereits 22% der Ein- und 52% der Zweijährigen in Kindertagesheimen versorgt wurden, wobei die Betreuungsquoten in den Ländern stark schwankte. Am höchsten waren sie in Wien mit 51% bzw. 76%. Bei den 3- bis 5-Jährigen waren die Unterschiede zwischen den Ländern nicht so groß. Der Durchschnitt lag bei 93%. Die nächste Tabelle zeigt, dass im Jahr 2015 mehr als 44% aller Kinder in Kindertagesheimen ganztags betreut wurden. Da für Wien entsprechende Zahlen nicht vorlagen, müsse der Durchschnittswert für Österreich sogar noch höher sein. Aber wenn man die Zahlen dort sieht, immerhin kann man also sehen, dass im Burgenland bereits 55% der Kinder ganztags betreut werden. Geht man davon aus, dass Wien noch darüber liegt, schätze ich, dass also für ganz Österreich der Prozentsatz der Kinder, die ganztägig betreut werden, also weit über 50% liegen. Da möchte ich Ihnen noch eine Tabelle zeigen. Diese zeigt, dass bei einer Ganztagsbetreuung nur wenige Stunden an Familienzeit übrig bleiben. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise ein Zweijähriges anschauen, bei einem Zweijährigen wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen, dass also so die Schlafdauer bei 13 Stunden liegt. Das heißt, die Wachzeit beträgt dann an einem normalen Arbeitstag, es geht jetzt hier um Arbeitstage von Eltern, beträgt dann 11 Stunden. Ist das Kind 8 Stunden ganztags betreut und schaut es dann also auch noch alleine Fernsehen, dann bleibt also an Familienzeit 2 Stunden und 17 Minuten übrig. Bei Dreijährigen sind es 2 Stunden 47 Minuten, bei Vierjährigen 3 Stunden 17 Minuten. Das heißt, die Familienzeit ist also sehr gering geworden. Und man muss sich jetzt natürlich auch noch vorstellen, dass in diese Familienzeit hineinfällt, dass morgens das Kind geweckt wird, dass es gewaschen wird, dass es angezogen wird, dass es ein Frühstück bekommt, dass es zur Kindertageseinrichtung gefahren wird, was so im Durchschnitt zwischen einer Viertelstunde und 20 Minuten dauert, dass es dort abgegeben wird, dass es am Abend abgeholt wird, die Eltern vielleicht noch auf der Heimfahrt irgendwelche Besorgungen erledigen, dann bekommt das Kind sein Abendessen und wird ausgezogen, gewaschen, ins Bett gelegt. Also an Arbeitstagen, an Werktagen bleibt also wenig Zeit übrig, wo Eltern also noch erzieherisch tätig werden können.
Und deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn man also sagt, dass in Zukunft viele Kinder das Krabbeln, Laufen und Sprechen nicht mehr zu Hause, sondern in Kindertagesheimen lernen. Das erste Wort, was die Kinder lernen, wird vielleicht nicht mehr Mutti sein oder Mutter sein. Das erste Wort wird vielleicht Gerda oder Anna sein, also der Name der Bezugserzieherin. Pädagoginnen werden immer häufiger die Sauberkeitserziehung übernehmen und Kleinkindern beibringen, wie man sich an- und auszieht und wie man ordentlich ist. So werden sie immer mehr Aufgaben erfüllen, die traditionell der Familienerziehung zugerechnet wurden. Pädagoginnen werden für Kleinkinder immer wichtigere Bezugspersonen werden. Eine kleine Anekdote dazu. Meine Frau und ich machen also viele Fortbildungen für Erzieherinnen. Und uns wird also immer wieder berichtet, dass wenn die Eltern abends ein einjähriges oder zweijähriges Kind in der Krippe abholen, dass also das Kind weint, also lieber in der Kindertageseinrichtung bleiben möchte, was sich bereits in engere Beziehungen ausgebildet haben zwischen Erzieherin oder Kindergärtnerin und dem Kind, als zwischen Mutter und Kind. Problematisch ist allerdings, dass da die Öffnungszeiten von Kindertagesheimen immer länger werden, die Pädagoginnen zunehmend Schicht arbeiten müssen und immer häufiger allein in ihren Gruppen sind, wenn dort nur wenige Kinder anwesend sind und sich deshalb eine Zweitkraft nicht finanzieren lässt. Kleinkinder werden somit während ihrer flexibel gestalteten Betreuungszeit in der Regel von mehreren Personen betreut werden. Dies dürfte das Entstehen von Bindungen bzw. von engen Beziehungen erschweren, aber auch das Erfassen, Beurteilen und Fördern der kindlichen Entwicklung seitens der Fachkräfte. Ferner werden die Kinder nicht mehr so leicht Freundschaften pflegen können, da sich die Zusammensetzung ihrer Gruppe während der Woche immer wieder ändert. Je früher Eltern ihr Baby einem Kindertagesheim anvertrauen, umso weniger Zeit bleibt ihnen, ihr Kind und seine Bedürfnisse wirklich kennenzulernen und die richtigen Reaktionen auf seine noch nonverbalen Signale zu finden. Erleben Sie dann, wie professionell Pädagoginnen mit ihrem Kind umgehen, tendieren viele Eltern dazu, ihnen immer mehr Verantwortung für dessen Erziehung zu übertragen. So können wir in den letzten Jahren nicht nur eine Vergesellschaftung der Erziehung und Bildung von Kleinkindern beobachten, sondern auch eine zunehmende Delegation von Erziehungsverantwortung seitens der Eltern an die Pädagoginnen. Diese Entwicklung wird noch dadurch verstärkt, dass Kindertagesheime in den letzten Jahren zu Bildungsstätten weiterentwickelt wurden. Im Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich und den Bildungsplänen der Bundesländer wurde festgelegt, welche Kompetenzen vermittelt und welche Bildungsbereiche abgedeckt werden sollen. Zu übertragen Eltern guten Gewissens Bildungsaufgaben an die Kindertagesheime, weil sie den Eindruck haben, dass dort mehr Bildung läuft, als sie selbst in der Familie leisten können. In den letzten Jahren haben die für Kindertagesbetreuung zuständigen Ministerien immer detaillierter werdende Vorgaben hinsichtlich der Beobachtung von Kleinkindern und der Dokumentation ihrer Entwicklung gemacht. Dies betraf zunächst vor allem Kinder mit Migrationshintergrund, deren Sprachkompetenzen von den Pädagoginnen beurteilt werden sollten. Immer häufiger muss nun die Entwicklung aller Kinder anhand von vorgegebenen Beobachtungsbögen und Tests erfasst und mit Normwerten verglichen werden, damit Entwicklungsverzögerungen, Sprachdefizite, Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten, Kindeswohlgefährdungen und so weiter möglichst frühzeitig entdeckt werden. So ist es in den letzten Jahren zu einer Normierung der frühkindlichen Entwicklung gekommen. Schon bei geringen Abweichungen von der Norm findet eine Pathologisierung statt, um medizinische, heilpädagogische bzw. therapeutische Maßnahmen beantragen zu können. Die Therapeutisierung der frühen Kindheit zeigt sich auch darin, dass immer mehr Kleinkinder Psychopharmaka wie Ritalin erhalten, was in Zukunft eventuell noch häufiger der Fall sein wird. Kommen wir zur Schulkindheit. Eltern delegieren auch die Bildung und Erziehung von Schulkindern zunehmend an die Lehrer. Dies wird durch die Ausweitung des Angebots an Ganztagsschulen befördert werden. So hat die Bundesregierung am 12. Juli 2016 im Ministerrat den Beschluss gefasst, bis 2025 die bereits bestehenden 150.000 Plätze auf 270.000 Plätze auszuweiten
und so für 40% der österreichischen Schüler den Besuch einer ganztägigen Schulform zu ermöglichen. So werden Lehrer zunehmend Betreuungsaufgaben übernehmen und dabei mit anderen Berufsgruppen wie zum Beispiel Freizeitpädagogen kooperieren. Sie werden vermehrt das Verhalten ihrer Schüler kontrollieren und erzieherisch tätig werden müssen, da ihre Schüler seltener von daheim Verhaltensweisen, Werte und Motivationen mitbringen, die zu einer hohen Lernbereitschaft und zu einem angemessenen Verhalten in der Klasse führen. In Deutschland sagten 2012 schon 31% der Lehrer, dass sie immer häufiger Aufgaben übernehmen müssten, die eigentlich Sache des Elternhauses seien. So werden sich Schulen in den kommenden Jahren von Bildungsstätten zu bildenden Erziehungseinrichtungen weiterentwickeln. In Zukunft werden sich Lehrer weniger als Unterrichtende und mehr als Erziehende verstehen müssen. Sie werden somit mehr Verantwortung für die Leistung, das Verhalten und die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüler übernehmen. Auch die Umsetzung der in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung geförderten Inklusion wird Lehrern mehr erzieherische und heilpädagogische Kompetenzen abverlangen, insbesondere wenn Inklusion so umfassend verstanden wird, dass die Heterogenität aller Schüler zu berücksichtigen sei. Wir hatten am vergangenen Wochenende eine Erzieherinnenfortbildung. Da war auch eine Gymnasiallehrerin dabei, die sich da in die Gruppe verirrt hat. Die hat gesagt, dass an ihrem Gymnasium zum ersten Mal ein Down-Syndrom-Kind das Abitur gemacht hat. Also soweit kann dann auch Inklusion führen. Aber sie hat auch gesagt, dass während dieser ganzen Zeit, wo das Kind am Gymnasium war, es große Probleme mit den Eltern gab, weil die nicht verstanden, wieso ein behindertes Kind jetzt an dem Gymnasium unterrichtet wurde und auch nicht verstanden, wieso dieses Kind auch eine zusätzliche individuelle Förderung bekommen hat. Aber solche Fälle wird es in Zukunft sicherlich mehr geben. Kindheit und Jugend spielen sich immer mehr in Institutionen wie Kindertagesheimen und Schulen ab, aber auch in Nachhilfeinstituten, Musikschulen oder Sportvereinen. So wird bereits seit langem von einer Institutionenkindheit gesprochen. In diesen Einrichtungen werden Kinder und Jugendliche aus der Erwachsenenwelt bzw. aus den Zentren des Alltagslebens ausgegliedert. In pädagogisch besetzten Sonderumwelten werden sie kontinuierlich von Erwachsenen überwacht, die ihnen mit einer Unterweisungsabsicht gegenübertreten. Da Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit in diesen Sonderumwelten verbringen, haben sie im Vergleich zu früher weniger Gelegenheiten, über ihr Leben frei zu verfügen, selbstbestimmt und spontan zu handeln, ihre eigenen Interessen zu folgen und momentane Bedürfnisse zu befriedigen. Treffen mit Freunden auf der Straße, Herumtollen und unbeaufsichtigtes Spielen werden immer seltener werden. Zudem wird der Tagesablauf durch die Aufenthaltszeiten in den Institutionen zerstückelt. Insbesondere bei der Nutzung vieler Angebote wird das Leben der Kinder und Jugendlichen durch Zeitpläne bestimmt. Selbst wenn der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Störungen, Lernschwierigkeiten oder anderen Problemen in den letzten Jahren zugenommen hat, bedeutet dies keinesfalls, dass ein großer Teil der Kinder unglücklich ist. Beispielsweise fühlten sich in Deutschland laut der 2013 veröffentlichten dritten World Vision Kinderstudie 59% der Kinder sehr zufrieden mit ihrem Leben, 32% zufrieden, 8% antworteten mit weder noch und nur 1% bezeichneten sich selbst als unzufrieden. Laut einer UNICEF-Studie waren im Jahr 2013 fast 85% der befragten Kinder und Jugendlichen glücklich. Und der 16. Shell-Studie zufolge waren knapp 3/4 der deutschen Jugendlichen mit ihrem Leben zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Ähnliches dürfte wohl auch für Österreich gelten. Vor dem Hintergrund solcher Befragungsergebnisse kann man die heutige Kindheit und Jugend nicht als Wagnis bezeichnen. Wir Erwachsenen tendieren dazu, das Kinderleben von heute eher negativ zu sehen, weil wir es mit unserer eigenen Kindheit vergleichen, wobei unsere Erinnerungen oft geschönt sind. Aber wieso sollen Kinder nicht glücklich sein, wenn sie werktags 9 Stunden in einem Kindertagesheim verbringen? Schließlich haben sie dort viele Spielkameraden, können zwischen ganz verschiedenen Spielmaterialien wählen und erleben mehr oder minder spannende Bildungsangebote. Wären sie nicht zu Hause alleine
oder könnten nur mit einem Geschwister spielen? Würden Sie dann nicht noch mehr Zeit vor Fernseher, Computer und Spielkonsole verbringen? Und wieso sollen Jugendliche nicht glücklich sein, wenn sie den ganzen Tag in der Schule sind? Hier sind sie mit Gleichaltrigen zusammen und macht es nicht mehr Spaß, die Hausaufgaben gemeinsam mit Mitschülern zu erledigen, als unter dem wachsamen Hause? Und macht es nicht mehr Spaß, die Hausaufgaben gemeinsam mit Mitschülern zu erledigen, als unter dem wachsamen Auge der Mutter? Halten wir also fest, Kindheit und Jugend sind heute anders als früher, aber nicht schlechter. Wie Eltern reagieren können. Eltern sollten sich zunächst die in meinem Vortrag skizzierten Entwicklungen bewusst machen. Viele haben dies sicherlich schon getan. Andere werden dabei Unterstützung durch Pädagoginnen, Lehrer und Familienbildner benötigen. Dann können Sie reflektieren, inwieweit sich diese Entwicklungen auf Ihre Ehe und Familie auswirken. Anschließend gilt es zu überlegen, wie Sie darauf reagieren wollen und eventuell notwendige Veränderungen umzusetzen. Ganz wichtig sind meines Erachtens drei Punkte. Erstens, die Paarbeziehung stärken. Als ich mich über viele Jahre mit familientherapeutischen Theorien befasste, wurde mir eine Sache klar. Nicht die Kinder, sondern der Partner sollte an erster Stelle stehen. Und dies nicht nur, weil ich mit ihm in der Regel viel länger zusammenleben werde als mit meinen Kindern, sondern auch, weil die Ausgestaltung der Paarbeziehung in hohem Maße die Entwicklung von Kindern prägt. Ist das Verhältnis zwischen den Partnern gut, dann lernen Kinder, wie man positiv miteinander kommuniziert, wie man empathisch zuhört, wie man Gefühle ausdrückt und sensibel reagiert, wie man Eigenheiten des anderen toleriert, wie man andere Menschen unterstützt und wie man Konflikte bewältigt. Ferner erkennen Kinder den Zusammenhang zwischen Beziehungsarbeit und Selbsterziehung. Eine gute Paarbeziehung entsteht nicht von selbst, sondern muss erarbeitet und auch mit einem gewissen Aufwand aufrechterhalten werden. Dann stärkt sie den einzelnen Partner und fördert seine Weiterentwicklung. Die Ausbildung einer guten Paarbeziehung setzt aber auch voraus, dass jeder Partner an sich selbst arbeitet. Wenn er ein hohes Maß an psychischer Gesundheit erreicht, wird sein Vorbild entscheidend die Entwicklung seiner Kinder prägen. Sie lernen von ihm, wie man rational denkt, wie man klar urteilt, wie man Probleme löst und wie man mit Emotionen angemessen umgeht. Sie können Selbstvertrauen und ein positives Selbstbild entwickeln, da der Elternteil einerseits als entsprechendes Vorbild wirkt und andererseits zulassen kann, dass sie stark und selbstbewusst werden. Hinzu kommt, dass Kinder sichere Bindungen ausbilden können und sich geborgen fühlen, wenn ihre Eltern psychisch gesund sind und in einer guten Paarbeziehung leben. Sie können somit das für das aktive Erforschen ihrer Umwelt notwendige Grundvertrauen entwickeln. Akzeptieren Eltern die Individualität und Einzigartigkeit ihres Partners, so werden sie dieselbe Haltung gegenüber ihren Kindern einnehmen. Diese können sich somit frei entfalten und sich selbst verwirklichen. Deutlich wird, wie groß die erzieherische Wirkung des Vorbilds der Eltern und ihrer Beziehung ist, dass der Qualität des Zusammenlebens und dem Familienklima eine große Bedeutung zukommt. Eltern sollten also nicht zuerst an ihre Kinder, sondern an sich selbst und ihre Paarbeziehung denken. Zweitens, sich bewusst Zeit für die Kinder nehmen. Je länger Eltern erwerbstätig sind, je öfter sie Arbeit mit nach Hause nehmen, je häufiger sie auf mehrtägigen Dienstreisen sind, umso wichtiger wird es, die daheim verbrachte Zeit sinnvoll zu gestalten. Es muss ja viel in diesen kleinen Zeitraum gequetscht werden. Hausarbeit, Einkäufe, Gartenpflege, Entspannung, Sport, Mediennutzung, Verwandtschaftskontakte, Treffen mit Freunden, kulturelle Aktivitäten und so weiter. So ist offensichtlich, dass die mit den eigenen Kindern verbrachte Zeit nicht nennenswert ausgeweitet werden kann. Viel wichtiger ist sowieso, dass sie zur Qualitätszeit wird, Zeit, in der die Interaktion mit den Kindern im Vordergrund steht. Darunter fallen das Gute-Nacht-Gespräch vor dem Schlafengehen, die gemeinsame Bilderbuchbetrachtung, das Tischgespräch, zumindest am Wochenende,
die Unterhaltung beim Transport des Kindes zur Kindertageseinrichtung bzw. zur Schule und ähnliche Zeitabschnitte, in denen Eltern ungestört bzw. ohne Ablenkung mit ihren Kindern kommunizieren können. Hier wird Interesse an dem Kind, seinem Leben außerhalb der Familie, seinen Gedanken und Gefühlen gezeigt. Drittens, das erzieherische und bildende Wiedergewinnen. Obwohl Kinder immer mehr Zeit in Kindertagesheimen und Volksschulen verbringen und diese zu immer bedeutenderen Sozialisationsinstanzen werden, zeigen zum Beispiel die PISA-Studien, dass die Bildungskarrieren von Kindern weiterhin unterschiedlich verlaufen, je nachdem, ob die Kinder aus bildungsfernen oder bildungsnahen Familien kommen. Wie intensiv die kindliche Entwicklung in der Familie gefördert wird, wirkt sich also weiterhin auf den Schulerfolg aus. Zudem haben es gut erzogene Jugendliche nicht nur in der Schule leichter, sondern auch beim Berufseintritt. Arbeitgeber achten bei Bewerbern zunehmend auf deren Umgangsformen und Kommunikationsstil. Für viele Eltern ist heute typisch, dass sie in Erziehungsfragen unsicher sind, kein Bauchgefühl mehr haben, ihren Kindern zu viel durchgehen lassen oder sie übermäßig verwöhnen, oft aus einem schlechten Gewissen heraus, weil sie so wenig Zeit für sie haben. Wenn beispielsweise Eltern ein- oder zweijährige Kinder für einen Großteil der Wachzeit in eine Krippe geben, können sie deren Bedürfnisse, Äußerungen und Verhaltensweisen nicht so gut verstehen, wie wenn sie sie selbst betreuen würden. Umso wichtiger wird es, die Kinder genau zu beobachten und mit dem Partner über deren Entwicklung und Erziehung zu sprechen. Dann nimmt die Unsicherheit ab, reagieren die Eltern auf ähnliche Weise auf Verhaltensweisen ihrer Kinder. Erziehung sollte somit die gemeinsame Aufgabe beider Elternteile sein. Wie bereits erwähnt, sind Kinder aus bildungsstarken Familien zumeist in der Schule erfolgreicher. Solche Familien zeichnen sich durch folgende Charakteristika aus. Erstens, durch eine qualitativ gute Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, also auch bezogen auf Wortschatz, Begriffsverständnis, Komplexität von Sätzen und so weiter. Zweitens, durch die Unterstützung des Kindes bei der Erkundung der Welt und bei der Aufnahme sozialer Beziehungen. Drittens, durch Gespräche über Erfahrungen am Arbeitsplatz, über politische Ereignisse und Kontakte zu Institutionen, sodass Kinder die Erwachsenenwelt kennenlernen. Viertens, durch bildende Aktivitäten in der Familie, zum Beispiel Beschäftigung mit Lernspielen, Vorlesen, sowie Gespräche über Fernsehfilme, Bücher, naturwissenschaftliche Themen und aktuelle politische Fragen. Fünftens, eine positive Einstellung zu Lernen und Leistung, zu Kindertagesheim, Schul- und Berufsausbildung bzw. Studium. Sechstens, positive Interaktion über das, was in der Schule und im Unterricht passiert. Unterstützung bei den Hausaufgaben, ein hohes Anspruchsniveau hinsichtlich Schulleistung und Abschluss. Und siebtens, ein enger Kontakt zwischen Eltern und Pädagoginnen bzw. Lehrern, damit Erstere wissen, wie sie die außerfamiliale Bildung und Erziehung zu Hause unterstützen können. Hier wird erneut die große Bedeutung der Umweltgestaltung durch die Eltern und der von ihnen geschaffenen Lebensordnung deutlich. Eltern erziehen und bilden durch die von ihnen gelebten Werte, ihre Weltanschauung, ihre Interessen, ihre Einstellungen, ihre Gespräche über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und so weiter. Positiv wirkt sich vor allem ein dialoghaftes Eltern-Kind-Verhältnis aus, in dem es eine große Kommunikationsdichte gibt. Ferner erziehen und bilden Eltern dadurch, mit welchen Menschen sie ihre Kinder in Kontakt bringen, welche Aktivitäten sie mit ihnen durchführen oder fördern, welche Fernsehprogramme und Bücher sie auswählen. Das bedeutet, entscheidend ist eigentlich das, was die Ehepartner in der Familie machen, worüber sie diskutieren, worüber sie sprechen, was sie unternehmen, mit welchen Menschen sie zusammenkommen, weil gerade wenn man jetzt an Kleinkinder denkt, die Kleinkinder laufen mit. Und es ist ein großer Unterschied, ob sie mitlaufen, wenn die Eltern zum Beispiel Verwandte besuchen oder mit anderen Menschen diskutieren oder ob sie zu Hause sitzen und beispielsweise vom Fernseher sitzen. Fernseher ist ja einer der größten Kinderbetreuer geworden. Es geht also gar nicht darum, dass die Eltern jetzt extrem viel mit den Kindern kommunizieren, sondern es geht darum, dass die Kinder eben in viele Situationen kommen, wo sie also ihre Eltern
im Gespräch, miteinander, in der Interaktion mit irgendwelchen Bekannten, Freunden und Verwandten erleben, weil das, was dort passiert, prägt die Entwicklung der Kinder. Kommen wir zum nächsten Punkt, wie Kindertagesheime reagieren können. Wenn Kleinkinder bei weitem mehr Wachzeit in Kindertagesheimen als in ihren Familien verbringen, müssen die Pädagoginnen einen Großteil der kindlichen Bedürfnisse befriedigen. Nach Liebe und Zuwendung, Sicherheit und Geborgenheit, Kontinuität und Verlässlichkeit. Auch müssen sie es Kindern ermöglichen, bindungsähnliche Beziehungen zu ihnen aufbauen zu wollen, insbesondere wenn diese in ihren Familien keine sicheren Bindungen ausbilden konnten. All dies gelingt am ehesten bei einem niedrigen Fachkraft-Kind-Schlüssel, möglichst in Verbindung mit einer ganztägigen Anstellung der Pädagoginnen. Große Gruppen, viele im Schichtbetrieb arbeitende Teilzeitkräfte, immer wieder wechselnde Praktikantinnen, gruppenübergreifender Einsatz von Fachkräften während der Randzeiten, Gruppenöffnung und eine große Personalfluktuation sind hingegen eher kontraproduktiv. Kindertagesheime sollten weiterhin großen Wert auf die Sozialerziehung legen, auf die Entwicklung kommunikativer Fertigkeiten und auf die Fähigkeit, Konflikte für alle Seiten befriedigend zu lösen. Viele Kinder aus unteren sozialen Schichten und Randgruppen benötigen zusätzlich eine kompensatorische Erziehung und Bildung. Besonders wichtig ist die Sprachförderung bei Migrantenkindern, da sie nur dann gute Chancen im Schule und Beruf haben, wenn sie die deutsche Sprache beherrschen. Außerdem sollten Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen lernen, einander zu achten, verschiedene Religionen, Werte und Verhaltensmuster zu tolerieren und miteinander auszukommen. Ferner kommt der Elternarbeit eine immer größere Rolle zu. Je jünger die Kleinkinder sind, umso wichtiger wird es, im Termingespräch mit den Eltern zu klären, inwieweit sichere Bindungen zwischen ihnen und ihrem Kind entstanden sind. Es gilt gemeinsam, die Bedürfnisse, das Verhalten und die Entwicklung der Kinder zu reflektieren. Ferner müssen die Pädagoginnen Erziehungsunsicherheit bei den Eltern abbauen und bei Erziehungsproblemen beratend tätig sein. Ganz wichtig ist meines Erachtens, dass Pädagoginnen auch einen Teil der auf sie übertragenen Verantwortung für die Betreuung, Erziehung und Bildung eines Kindes an dessen Eltern zurückdelegieren. Zum einen sollten sie ihnen verdeutlichen, dass noch immer genügend Familienzeit zur Verfügung steht, wie die nächste Tabelle verdeutlicht. Ich habe das einmal so hochgerechnet. Das Jahr hat 365 mal 24 Stunden. Davon verbringt man etwa 8 Stunden pro Tag im Schlaf. Und man braucht etwa 10 Stunden für eine Vollzeiterwerbstätigkeit bzw. für die Hin- und Rückfahrt, wobei das jetzt also schon hoch angesetzt sind. Dann bleiben also im Jahr 3.540 Stunden übrig. Gönnen wir uns dabei jeden Tag 2 Stunden als private Freizeit, dann bleibt als Familienzeit immer noch 2.810 Stunden übrig. Wenigere Stunden natürlich an Arbeitstagen, mehr Stunden am Wochenende, aber im Durchschnitt sind es immerhin noch 7 Stunden und 41 Minuten pro Tag. Und davon kann man ja nun doch immer wieder einen kleinen Teil, also auch für die Kindererziehung, abzweigen, wo man sich also wirklich bewusst der Bildung und Erziehung der Kinder widmet. Zum anderen, und das ist oft noch wichtiger, müssen Pädagoginnen den Eltern zeigen, welche Alltagsaktivitäten, Spiele und Beschäftigungen für die informelle Bildung ihrer Kinder geeignet sind. Dies kann im Rahmen von Termingesprächen oder von elternbildenden Veranstaltungen geschehen. Vor einigen Jahren habe ich 365 Aktivitäten zur Förderung der Entwicklung eines Kleinkindes zusammengestellt. Wenig zeigt aufwendige Tätigkeiten für die Werktage und etwas anspruchsvollere für die Wochenenden. Auszug daraus ist beispielsweise jetzt diese Tabelle für 3 Wochen. Und verdeutlicht wird hier, dass die Aktivitäten ganz unterschiedliche Entwicklungsbereiche betreffen, also zum Beispiel der Förderung motorischer, mathematischer, sprachlicher, naturwissenschaftlicher und sozialer Kompetenzen dienen. Und dass es Tätigkeiten sind, die sich also relativ leicht in den Familienalltag integrieren lassen. Und dass es also auch Tätigkeiten sind,
die zum Teil also sehr wenig Zeit beanspruchen. Und man unterschätzt einfach, was zum Beispiel die Kinder lernen, wenn sie jetzt beispielsweise mal an das Ausleeren eines Wäschetrockners denken, was die Kinder dabei lernen, wenn sie zum Beispiel die Wäsche zusammenlegen. Wenn sie dann beispielsweise feststellen, dass 5 Kindersocken einen kleineren Stapel bilden als 3 Socken des Vaters, dann ist das eine mathematische Erfahrung. Es fällt in den Bereich der Mengenlehre, fällt aber genauso gut in den Bereich des Zählens. Und es gibt viele, viele andere Tätigkeiten in der Familie, im Haushalt, wo man also ohne Schwierigkeiten die Kinder einbinden kann und wo also auch schon Kleinkinder wichtige Kompetenzen erwerben können. Und wenn Sie die Aktivitäten jetzt beispielsweise für Samstag und Sonntage berücksichtigen, an Sonntagen ergibt sich oft die Gelegenheit, dass man irgendwo hingeht, dass man irgendjemanden besucht. Muss jetzt nicht der berühmte Sonntagnachmittagsspaziergang sein, den manche Älteren von uns noch erlebt haben, aber irgendwohin wird man ja vielleicht am Sonntag gehen. Und wenn man das Kind dann beispielsweise nach Buchstaben suchen lässt, also das Kleinkind, das ist also das, vielleicht das 5-Jährige, das also schon sich für sowas interessiert, ist das auch eine bildende Aktivität. Kommen wir zum letzten Punkt, wie Schulen reagieren können. Auch Lehrer können versuchen, einen Teil der ihnen übertragenen Erziehungsverantwortung an die Kinder zurückzudelegieren. So können sie zum Beispiel mit ihnen besprechen, wie Eltern die Hausaufgaben richtig betreuen und das schulische Lernen unterstützen können. Es gibt in der Zwischenzeit also bereits Elternbildungsprogramme an Schulen, gerade an Grundschulen, wo also mit den Eltern darüber gesprochen wird, wie man Hausaufgaben richtig kontrolliert, wie man mit den Kindern vor schriftlichen Arbeiten oder mündlichen Prüfungen, wie man die Kinder darauf vorbereitet, wo also solche Themen aufgegriffen werden, weil sich eben so viele Eltern in diesem Bereich unsicher fühlen. Allerdings sind Eltern seitens der Schule schlechter zu erreichen als seitens des Kindertagesheims, entsteht mangels Tür- und Angelgesprächen nicht so leicht eine Vertrauensbasis, fehlt es Lehrern an Zeit und Qualifikation für Elternbildung und Beratung. So werden sich Lehrer daran gewöhnen müssen, immer mehr Betreuungs- und Erziehungsaufgaben zu erfüllen und auch die emotionalen und sozialen Fähigkeiten ihrer Schüler zu fördern. Zudem sollten sie ihnen als Gesprächspartner dienen, wenn diese in ihren Familien niemanden mehr haben, dem sie ihre Gedanken und Gefühle anvertrauen können und der wirklich zuhört. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis muss also persönlicher werden. Entsprechende Konzepte wurden übrigens schon vor vielen Jahrzehnten geprägt und müssten nur noch wiederbelebt werden. Beispielsweise sprach Martin Buber von einer dialogischen Ich-Du-Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, Hermann Nohl vom pädagogischen Bezug, Martinus Langefeld vom Erziehungsverhältnis und Wilhelm Flittner von einer Erziehungsgemeinschaft. Zudem wurde Lehrern pädagogische Liebe abgefordert. Heute würde man eher von Zuwendung und Übernahme von Verantwortung für das Wohl und die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler sprechen. Gerade die Ganztagsschule bietet die Chance, dass solche engeren Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern entstehen, weil diese ja auch außerhalb des Unterrichts zusammenkommen und dann persönliche Gespräche möglich werden. Dies ist aber nur in Ganztagsschulen möglich, in denen die Unterrichtszeiten entzerrt werden, in denen die Schüler Freiräume vorfinden und wo sie auch Freizeitangebote wie Theater, Bands, Orchester, Ateliers, Experimentier- und Hobbygruppen oder Sport- und Tanzkurse nutzen können. Bei solchen Schulveranstaltungen besteht kein Notendruck, können also Lehrer und Schüler einander auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Ganztagsschulen haben auch große Vorteile für Schüler mit Migrationshintergrund. Sie befinden sich 6 bis 8 Stunden in einem Sprachbad und kulturellen Umfeld, das ihnen die Integration erleichtert. Zudem lernen in Österreich geborene und zugewanderte Schüler, miteinander auch außerhalb des reinen Schulunterrichts zurechtzukommen. Schüler mit Migrationshintergrund oder aus sozial schwachen Familien profitieren außerdem davon, dass sie in der Schule ihre Hausaufgaben machen müssen und dabei Unterstützung seitens ihrer Mitschüler und der Betreuer abrufen können. Ideal wäre, wenn es hier auch eine kostenlose Nachhilfe gäbe,
Derzeit sind Schüler im Vorteil, deren Eltern entsprechende Fördermaßnahmen finanzieren können. Schlusswort. Natürlich müsste auch die Politik auf die im Vortrag skizzierten Entwicklungen reagieren. Oft hat man den Eindruck, dass Politiker noch nicht erkannt haben, wie stark der Einfluss der Eltern auf ihre Kinder bereits abgenommen hat und dass Kindertagesheim und Schule einen immer größer werdenden Anteil an der Erziehung und Bildung von Kindern haben. Sonst hätten Politiker schon längst Forderungen wie zum Beispiel die folgenden aufgegriffen. Erstens, junge Menschen sollten frühestmöglich die für eine Familiengründung notwendige finanzielle Sicherheit verspüren. So könnte zum Beispiel die Befristung von Arbeitsverträgen erschwert werden. Zweitens, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt entweder familienfreundlichere Arbeitsbedingungen oder eine Ausweitung der Betreuungszeiten in Kindertagesheimen und Horten voraus. Insbesondere in Städten sollten einzelne Gruppen auch am Abend und am Wochenende geöffnet werden. Drittens, es werden Angebote der Elternbildung und Familienberatung benötigt, die allen Eltern zugänglich sind, auch den sozial Schwachen und solchen, die kaum Deutsch sprechen. Viertens, wenn den Kindertagesheimen erfahrene Betreuung, Erziehung und Bildung die kindliche Entwicklung in hohem Maße prägen, muss mehr Wert auf deren Qualität gelegt werden. Dies verlangt eine gute Ausbildung der Pädagoginnen, eine kontinuierliche Fortbildung, bessere Rahmenbedingungen sowie Verfahren zur Qualitätssicherung und Verbesserung. Fünftens, wenn Lehrer vermehrt erzieherisch und heilpädagogisch tätig werden müssen, sollten sie an Hochschulen und durch Fortbildungsmaßnahmen die hierfür benötigten Kompetenzen erwerben. Insbesondere an Ganztagsschulen könnten mehr Gelegenheiten geschaffen werden, in denen erzieherische Gespräche mit Schülern möglich werden. Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass neben Familien auch Pädagoginnen und Lehrer Unterstützungssysteme benötigen. Zum einen solche, die ihnen Fallberatung und Supervision bieten und zum anderen solche, die bei schwierigen Kindern direkt im Kindertagesheim oder in der Schule tätig werden oder an die Kinder bzw. Eltern überwiesen werden können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus